Das hier ist Jewgen, Offizier in der ukrainischen Nationalgarde. Seine Kameraden nennen ihn den Stillen. Und das ist Anton, auch aus der Ukraine, und er lebt heute in Berlin. Was die beiden Ukrainer, beide 34 Jahre alt, unterscheidet ist, Jewgen kämpft an der Front gegen Russland. Für ihn ist es das einzig Logische. Anton würde niemals kämpfen. Er hat Angst zu sterben und andere Menschen töten will er auch nicht. Sich auf eine unbestimmte Zeit verpflichten und im Land festgehalten werden, weil Männer nicht ausreisen dürfen, das grenzt an Sklaverei, sagt er dem Tagesspiegel. Aussagen wie diese sind in der Ukraine ein Politikum. Jewgen machen solche Aussagen wütend, auch wenn er versucht, Männer im Ausland nicht zu verurteilen. Für ihn stand aber am 24. Februar, als Russland die Ukraine großflächig angriff, fest, dass er kämpfen würde. Schließlich hatte er zuvor eine Militärausbildung gemacht. Er sagt, natürlich würde ich lieber nicht kämpfen müssen. Auch ich habe Angst. Aber er will, dass seine Frau und seine drei Schwestern in Sicherheit sind. Wenn er an der Front stirbt, dann will er wissen, dass ihn jemand dort ersetzen würde, sagt er.